Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 5.7.2022. Und unser DAX hat erstmal noch gehalten. Ja, wir haben zum Freitag gesehen, wie die Jungs und ja, doch die Jungs versucht haben, das Ding zu stützen. Und es hat erstmal noch gehalten, sieht aber nicht ganz so belastbar mehr aus, um das hier auf den Punkt zu bringen. Also, wir hatten drüber gesprochen, dass unser DAX hier grundsätzlich erstmal eine Erholung gemacht hat und natürlich schon das Potenzial hätte, oben wieder ein bisschen was zu schließen, auch in das Gap reinzugehen und so weiter und so fort. Aber man eben dann noch nicht zu optimistisch sein sollte, weil einfach der Abwärtstrend noch aktiv ist und wir noch keine richtigen Umkehrsignale haben. Im Tagesschart so ein kleines Umkehrsignal war drin, ne, was sich aber eben auch erst noch bestätigen sollte. Und hatten auch gesagt, dass wir ja am Wochenende im Webinar am Samstag, für diejenigen, die mit bei uns in der Community sind, dass wir dort schon auch über die Einzelwerte geguckt hatten und das eigentlich nicht so zwangsweise danach aussah, wie als würde das leicht werden für den DAX, weil viele eher noch unten so ein Tief gebraucht haben. Und ja, von daher hat unser DAX hier einen schwierigen Kampf gehabt, den er erstmal nicht bestanden hat. Wir hatten darüber gesprochen, bis wohin kann er denn unten, wo ist denn noch so eine Kante, wo man sagen könnte, okay, vielleicht dreht er sich da wieder hoch. Wir hatten uns hier so auf den Bereich um 800 bis 67 geeinigt, also 12.760. Wir hatten gesagt, na gut, wenn er dann da drunter fällt, dann sieht es dann doch schon eher danach aus, wie es geht wieder auf 6,65 und auch tiefer zurück und man sollte dann auch neue Tiefs einplanen und so weiter und so fort. Das hat er jetzt gerade so gehalten und verteidigt bekommen. Also wirklich auch gerade so, dass die letzte Rille, auf der er hier quasi geschwommen ist, und ich würde fast denken, er tut so, also er versucht zum Dienstag dann sogar nochmal dran zu stechen. Und dann wird sich zeigen, wie stark ist die Erholung zum Freitag zu werten gewesen? Und wie viel Stärke kommt überhaupt wieder rein? Ne? Wenn sie ihm das Tief am Dienstag relativ knapp, nämlich nach oben wieder wegdrehen, dann hat er durchaus das Potenzial, wieder an den 69 ranzugehen hier und auch das Gap, jetzt machen wir 13.000. Und dann kriegt die Erholung langsam ein bisschen mehr Geschmack, bisschen mehr Würze. Kann auch hoch in diese 13.100, 13.130, von dem wir gestern gesprochen haben. Aber so wie er jetzt steht, der ist einfach anfällig ohne Ende, hier nochmal eine auf die Nase zu kriegen, so eine 200-Punkte-Stundenkerze nach unten zu stellen, dann steht er hier irgendwie bei 500, keine Ahnung, 80, und dann ist die 500 auch nicht mehr weit. Und dann dippt er da einmal drunter im Tageschart, unter das alte Tief, nämlich unter das da. Ja, und das steht ja immer noch so drin, das war damals bei 450 etwa, so grob. Und das ist noch nicht raus. Ne? Also auch hier, das sieht erstmal nach Umkehr aus, was er am Freitag gemacht hat, aber das muss ich auch bestätigen. Er muss da drüber das halten und tragen. Und das ist ihm noch nicht gelungen. Gelingt ihm das jetzt zum Dienstag, dass er sich über der 900 etabliert kriegt, dann wäre das positiv zu werten. Dann wäre das auch also ein Fürspruch für eine Erholung, für eine Erholungsfortsetzung. Ja, aber das ist noch, sieht noch zu wackelig und instabil aus, die Kiste halt, ne? Das ist noch, da kann man wirklich nicht viel positive Chartsignale auslesen. Das ist tatsächlich einfach so. Ich würde nicht ganz abschreiben, ja, aber eben klare Bedingungen setzen, die ich sehen will, damit er hochkommt. Und dafür will ich hier nicht großartig unten jetzt noch rumgestottert haben. So ein kurzes drunterstechen, das wäre für mich okay, aber ich will ihn wieder über 900 haben. Wenn er dann nicht über der 850 tanzt, wenn er nicht über der 900 tanzt, würde ich mich nicht auf der Long-Seite verkämpfen. Dann sehe ich den eher unten raus noch mal ein bisschen aktiver. Ja, und von daher können wir das eigentlich zumachen. Na, die Ziele, die sind unten auch klar. Das ist die 450 hier, die 500, dann auch 370, 340 und tiefer, immer weiter, immer weiter. Ne? Das hört dann nicht auf. Bis der Trend denn einmal bricht. Und dafür muss er schon ein bisschen was leisten. Das hat er noch, da ist er noch ein bisschen weit von entfernt. Ja, also müsste mindestens hier oben dann mal drüber. Da fehlt noch was. Jo, okay, von daher, Punkt. Kurze Analyse, aber können wir so stehen lassen. Da gibt es nicht mehr zu sagen. Wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.